30 Jahre Urltaler Sängerrunde. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Die Weine waren eingekühlt, die Gästeliste war geschrieben. Die Getränke in der Schank und die Wurstsemmeln unterwegs. Die Kasse war schon vorher gut gefüllt, das Publikum konnte strömen und das Haus bis zum letzten Platz mit guter Laune füllen. Seitenblicke. Die letzten Handgriffe, ein letztes Einsingen und los geht's Richtung Bühne. Die lustigen Zitter schwimmen aus in der Hand, wie viele Bänder schreien vor jedem Haus. Im Ferdinand, 30 Jahre Urltaler Sängerrunde, eigentlich unglaublich. Da wirst du dich wahrscheinlich an das erste Konzert gar nicht mehr erinnern können. Naja, das erste Konzert, wir haben, ja, wie gesagt, ein bisschen vorher angefangen zum Proben schon, also das Jahr davor, aber die erste Aufführung oder das erste Konzert war eigentlich eine Hochzeitsmesse. Da hat unser Wirt geheiratet, der Wendner Fritz und seine Mimi, und die haben sich getraut, uns einfach zu nehmen für eine Hochzeitsmesse. War eine tolle Sache und so haben wir gestartet. 30 Jahre Bühnenleben waren auch nur mit verständnisvollen Ehefrauen möglich und auch auf den Dank an sie wurde nicht vergessen. Es ist mehr denn je wichtig, auch für 2-3 Stunden wirklich den Alltag. Als Ehrengast würdigte Landeshauptmann-Stellvertreter Sobotka den Chor mit launigen Worten. Was war aus deiner Sicht natürlich das absolute Highlight in eurer Karriere? Ah, es hat so viele tolle Sachen gegeben. Wir haben es heute erklärt, wir waren in Oster, wir waren auf Malta, wo wir bei einem Chorfestival mitgesungen haben. Aber ganz eine tolle Sache war, dass wenn wir erst kurz beieinander waren, so 4-5 Jahre, und dann waren wir in Villach im Kongresshaus, und das war eines der Highlights. Also wir Buben vom Land und dort einfach vom vollen Haus im Kongresshaus singen, war schon geil. Echt eine tolle Sache. Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kenne ich hin. Das Wüste sei es von meiner Söhne. Wir wollen Gletscher in der Höhe. Aber wenn das schon vergessen hat. Ich bin ein Opfer, mein Stamm. So wie das Wasser teuerts hält. Und wie der Stimme. Schon in der Pause lobte man das Ensemble, das im Übrigen eine sehr demokratische Programmauswahl auszeichnet. Ja, Aussucher tut es einzig und allein der Ferl. Ferdinand Schenkermeier ist unser Chorleiter und das schon seit 30 Jahren und der hat da ein gutes Handel dafür. Wenn uns was wirklich nicht gefällt, dann singen wir es so lang, so falsch, bis dass er selber sagt, ich glaube, das lassen wir lieber bleiben, aber Aussucher tut es her. Und noch ein bisschen mehr Ruhe. Meine Ruhe habe ich
gespart. Und ohne Ruhe, da ist es fort. Und das heißt, du wirst ja. Nur gibt es da kein Bissoir. Ist das Nein, ist nicht der Beste, wieder ein Heiß, wo es irgendwo. Nur in der Stoffe zu. Motorbahn. Steuermann im großen Rot. Wo soll ich nur die Wurst von dem?